Was versteht man unter Einfuhrumsatzsteuer? Nun, stellen wir uns mal vor, wir haben ein Land A, wir haben ein Land B und wir haben Ware, die aus Sicht des Landes A exportiert wird und aus Sicht des Landes B importiert wird. So, und jetzt brauchen wir, um den Begriff Einfuhrumsatzsteuer zu erklären, brauchen wir den Begriff Zielland. Dann geht es relativ leicht. Zielland, das ist der Begriff, den man sich merken sollte. Was ist das Zielland dieser Ware? Das ist das Land B. Und Einfuhrumsatzsteuer bedeutet nun, dass Ware, die transferiert wird, die exportiert wird von einem Land, nämlich hier Land A, zu Land B, Einfuhrumsatzsteuer bedeutet also Belegen der Ware mit der Umsatzsteuer des Ziellandes. Die Ware, die hier vom Land A zu Land B exportiert wird, aus Sicht des Landes A, ist, was das Land A angeht und was die Umsatzsteuer angeht, befreit und wird besteuert im Land B, unser Zielland, mit Belegen der Ware mit der Umsatzsteuer des Ziellandes. Also wird besteuert im Land B, im Zielland, mit der Umsatzsteuer, also mit dem Umsatzsteuersatz des Ziellandes. Das ist Einfuhrumsatzsteuer. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.